Willkommen zurück bei den Kuchenessenden von Helsing Brothers. Bacon Orange und Shadowrunner. Wir sind immer noch in der Altstadt. Hallo Bacon. Hallo. Ein Kuchen mit Bacon, das wäre auch mal etwas. Ah, oh, ist ja eine wunderbare Kombination. Mal immer dran denken, alles wird besser mit Bacon. Oh, da hinten scheint ein Rebellensoldat. Es gibt hier noch eine Aufgabe. It's good to see you, Hunter. One of our resistance fighters found a primitive incoping modulator in an abandoned warehouse. We thought that it might interest you. And what does this device do? I used to serve in the expeditionary forces. The scientists sent us into the ink with these machines. Do you see the three switches? Each switch marks a destination. Sadly, you can't really read the labels. Okay, das ist jetzt die Gefahr, dass wir uns... das ist jetzt... Ja, sehen wir uns die Aufschriften an. Ja, da musste ich jetzt aufpassen, auch. Die waren jetzt einmal andersrum sortiert. Ich hätte es fast abgelehnt. Let's see those labels. Can I choose? Can I? Okay, wir haben jetzt drei Sachen zur Auswahl. Blinkende Lichter, die großen oder Fundsachen. Ich würde sagen Fundsachen. Fundsachen klingt auch immer gut. Ist vielleicht ein Fundbüro und man bekommt okay. Ah, okay. Es geht, okay, also hier könnten wir jetzt in andere Gebiete kommen. Ich bin gerade überlegen, wir haben ja hier eigentlich noch die Aufgabe, oder? Wir haben ja noch jede Menge hier zu machen. Ich glaube, vielleicht sollten wir doch... Also ich glaube, mir wäre es doch lieber, wenn wir erstmal noch ein bisschen in der Altstadt aufräumen. Ich hatte jetzt wirklich gedacht, wir kriegen jetzt hier eine richtig neue Aufgabe. Elektrischer Lass uns erstmal in den Wald. Ja. Oh, da waren ja direkt zwei Gruppen. Oh, da verfolgen mich gerade doch nochmal zwischendurch ein paar mehr. Ja, hier ist jede Menge grad los. Die Heiltränke werden hier weggeschlürft wie ein kühles Bier. Oh, meine Katharina hat einen Stufenaufstieg. Ja, meine auch schon. Ist die Frage, wie lang das her ist. Und wir geben ihr wieder Willenskraft. Ich gebe diesmal 2 auf Körper, damit sie nicht so schnell umfällt. Und dann schaue ich mal, es gab doch hier irgendwas, was ihr Heilung oder mehr Leben gibt. Ja, hier. Ups. Warum mag ich ein Ups nicht? Ah, es sind nur ein paar Elektrolyte-Werwölfe. Allerdings Veteranen, ich bringe sie mal mit. Achso, du bist gerade woanders. Ich bin aber schon wieder auf dem Weg zu dir. Ja, die halten wieder eine Menge aus. Ja, da haben wir auch noch ein paar kleine Leute rumstehen. Ja, ist halt die Frage, bleiben wir jetzt erstmal weiter noch im Außenring? Ich würde bei dem Muster bleiben und den Außenring machen. Wir können allerdings erst vielleicht hier Igors zuerst machen. Ja, ich versuche die mal zu pullen. Es hat wunderbar geklappt. Ja, auf die Entfernung kann man die richtig schön wegballern. Vorsicht, Bombe. Schmeißen die aber, glaube ich, bevorzugt auf dich. Ja, das kann gut sein. Also wirklich von der Stelle bewegen sehe ich denn ja gerade nicht. Nee. Ach, wie gut, dass ich in diesem Spiel keine Munition für mein Gewehr kaufen muss. Ja, das auf jeden Fall. Und gut, dass wir unsere... Doch, ich wollte gerade sagen, wie gut, dass wir unsere Begleiter nicht füttern müssen, aber eigentlich füttern wir sie mit Heiltränken.
Ja. So, jetzt denke ich mal, gehen wir an die Straße zurück. Da wartet gleich halt die elektrischen Kraftprotzschergen. Ja, sie haben den Feuerwiderstand schädliches Siegel entzünden und greifen. Könnten also Siegel kommen. Gut. Und da ist halt auch mindestens ein. Da sind ein paar. Irgendwas Gelbes ist da mit drin. Also ein besonderer. Und sie haben dieses doch recht unschöne. Wir ziehen dich mal an uns ran. Jawohl. Greifen nennt sie das Ganze auch. Und da ist auch das schädliche Siegel auf dem Boden. Ja, schauen wir mal, ob wir da einfach vorweglaufen können. Oh, sie porten einen natürlich ran. Das war, glaube ich, das Greifen. Ja, genau, das Greifen, das zieht dich ran. Aber wir haben sie ja, glaube ich, schon so ein bisschen dezimiert. Also momentan mache ich hier zum Beispiel auch eigentlich nur Flächenschaden rein. Da ist noch irgendwo ein Mietekraftprotz drin. Den können wir allerdings nachher, dann finde ich auch eher noch alleine. Ja. Und sie haben mich wieder gezogen. Ah, und dann ist nur noch der Elite-Kraftprotz da und auch der gehört der Vergangenheit an. Leider für mich diesmal nur blaue Sachen. Für mich gab es was Gelbes, allerdings heißt das leider hier schon lange nichts mehr. Und das übliche Stichschurken und Duos. Und ich bin generell ja niemand, der sich beschwert über Level, aber das Ganze hätte man doch vielleicht ein wenig straffen können. Also hier so ein Riesengebiet mit immer denselben Gegnern, ohne dass besondere Events dazwischen sind, kann man zumindest geteilter Meinung sein. Ja, vielleicht machen wir es auch einfach nur falsch, indem wir hier vielleicht einfach nur falsch rumgehen. Wir hatten uns ja jetzt ja vorhin dann doch mal dafür entschieden, links rumzugehen. Vielleicht wären wir rechts rum sozusagen schon viel weiter. Bleib mal schön hier unten. Oh, du hast was gezogen, glaube ich. Ich war das? Nee, ich glaube, das war, wenn war es meine Katharina. Wird direkt der Flammenwerfer aufgestellt. Da kommen auch, die Richter sind auch wieder dabei. Ja, die finde ich allerdings, also die mag ich bisher aber noch lieber als ihre Verwandten mit der Panzerfaust. Oh, und es ist da auch noch unser Freund das Haken. Ja, die Haken. Ach, das hat auch noch einen Frontwiderstand, sehe ich gerade. Ja, jetzt hat es keinen Widerstand mehr. Nee, aber das heißt, die würden vermutlich auch schneller gehen, wenn man sie entsprechend richtig angreift. So, da ist unser Panzerfausttyp. Natürlich auch noch Veteran und wir stehen die ganze Zeit auf der gleichen Stelle. Das ist natürlich gerade bei diesen Gegnern nicht optimal. Und wie schön, dass er immer nur auf dich schießt. Aber da ist er auch schon weg. Fand ich jetzt nicht ganz so schön. Da oben ist ein Benamster, wenn ich das richtig sehe. Ich sehe da einen Grumsch. Die sehen auch gar nicht. Oh, das ist Grumsch, unser Freund Grumsch. Get lost, Thunder. This is our territory. No throat ripping, no foaming? How polite. I'm not here to hunt you down. I want to destroy Formigati just like you. We could be allies. I heard that you spared the Vykorak leader in the mountains. You look like a tough warrior. We could be allies, yes. But we only defend our territory. Okay, schade. Aber warte, laufen die jetzt mit uns mit? Nein, ich dachte. Das wäre halt schön gewesen, dass das so eine Aktion, weil sie auch gesagt haben, dass wir damals den einen verschont hätten, wäre das so schön eine Auswirkung unserer Entscheidung. Ja.
Warte mal kurz. Ja. Da ist natürlich die Frage, was passiert, wenn wir da jetzt Gegner ranziehen? Wäre natürlich eine, was man mal austesten könnte, da Gegner rein. I doubt it. There will be clowns. I hate clowns. Ich bin mal nach unten gelaufen, dann kannst du oben. Und er schießt auf mich, das finde ich wunderbar. Das ist ja auch eigentlich schon absehbar, dass er auf mich schießt. Gut, und auch hier vorne ist wieder entsprechend eine Absperrung, an der wir nicht vorbeikommen. Wenn wir bei unserer Außentaktik bleiben, müssten wir jetzt hier eigentlich erstmal wieder hochgehen. Ja. Und auch dort ist eine Absperrung, an der wir nicht weiterkommen. Nicht mehr, keine Leiter, kein gar nichts, nein. Genau, und dann geht es jetzt hier auf dem Weg. Ah, jetzt fahren wir in uns. In die Richtung, das ist ja schön. Da ist wieder mein Freund Ralf Richter. Eieiei, bei mir ruckelt es gerade ein bisschen. Und ich habe es irgendwie geschafft, meine Waffe zu wechseln. Das ist natürlich ganz günstig. Ich muss hier gerade vor dem Richter weglaufen, der sich gerade in Luft aufgelöst hat. Ich finde, die hätten mal auf der anderen Seite sein können. Aber mit deren Hilfe, also das läuft ganz ja gut. Momentan darfst du mich aber nicht fragen, auf was ich schieße. Ich schieße einfach im Wild rein. Ja, ich krieg auch einfach rein. Ja, ist auf jeden Fall ganz nett, hier so ein bisschen Unterstützung zu kriegen. Ich bin halt mal gespannt, wie lange wir was davon haben. Ja, ist die Frage, ob die halt irgendwann quasi sterben und dann weg sind, weil sie bekommen auf jeden Fall Schaden. Ja. Sollen wir mal kurz die Treppe raufschauen? Ja, das klingt doch gut. Da sind automatische Gewehre. Und zwar jede Menge auf der rechten Seite. Ja, links sind auch welche. Ja. Oben sind dann auch gleich, die jetzt auch schon direkt runterkommen. Werwölfe etc. Dann versuche ich mal auf die Gewehre so lange zu schießen, damit die und genau, das mache ich auch. Vor allem natürlich zu Beginn auf die Gewehre, die hier unten sind und entsprechend im ersten Moment. Da war immer noch ein Gewehr über. Ich dachte, ich hätte es schon weg. Jetzt ist es hinüber. Aber ich glaube, oben auf der Empore stehen noch weitere. Ja, also zumindest links standen noch einige. Ja, die waren. Ja, hier oben steht auch eins. Oh, unsere Werwölfe gehen erstmal nach unten. Ja, die folgen anscheinend mir. Ah, okay. Und ich hatte nochmal links geguckt, dass wir keine Gewehre übersehen hatten. Hier geht's noch mal eine Treppe hoch. Oben ist auch eine Schatzkiste. Zwei sogar. Oh. Das hat sich einmal richtig gelohnt. Und den ganzen Weg wieder zurück. Ja, ich habe anscheinend ein paar Freunde gefunden. Ja. Endlich habe ich welche. Kommen momentan auf jeden Fall sehr gelegen. Auch wenn wir zum Beispiel sehen, dass es hier Grusch auch gar nicht mehr so gut geht. Ja, leider. Ist natürlich die Frage, was passiert, wenn er kein Leben mehr hat? Verschwindet er nur für kurze Zeit? Ist er dann dauerhaft weg? Vielleicht haben wir Glück und er regeneriert sich. Weil es gibt ja, je nachdem wie weiter mit uns läuft, gibt es ja doch noch einiges auf den Karten zum Aufdecken. Endlich haben wir wieder ein paar Igors und leider bekommt Grumsch das gar nicht mit. Und Grumsch ist gerade von uns gegangen. Ja, aber seine Werwölfe folgen uns noch und da hinten sind dann gleich einige
Einige Waffen. Ich versuche die mal wegzuziehen. Okay, ja, weil die Werwölfe gehen, glaube ich, nicht über die Brücke rüber, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, meine Hoffnung war vor allem, dass die automatischen Kanonen nicht bis hier schießen. Gerade schwer einzuschätzen. Aber wir wissen ja, die können sich auch bewegen, von daher. Nee, das war nur beim Maschinenkönig der Welt so. Achso. Gut, dann holen wir uns jetzt die automatischen Gewehre. Das passt ja halt auch wieder so. Vorhin Kuchen, jetzt so ein paar Turrets. Wenn wir gleich noch ein paar Würfel irgendwo drauflegen müssen, dann mache ich mir so. Ah, da hinten sind gleich wieder noch mehr. Ja, und die Wölfe haben uns jetzt verlassen. Ja. Dann haben wir hier wieder ein paar Prototypen und Wachkanonen-Veteranen. Aber die können sich bewegen. Die sehen zumindest aus, als hätten sie Beinchen. Ja. Dann würde ich sagen, finden wir es raus. Ja. Ja. Sie laufen. Gut, aber dann gehen wir zur Not einfach langsam zurück, weil so schnell scheinen wir ja nicht zu sein. Bisher sind sie auch nicht wirklich extrem stark. Wir könnten jetzt hier einen Abstecher nach oben machen. Das würde ich sagen, machen wir auch noch. Allein für die Schatzkiste wird sich das hoffentlich lohnen. Ja, von rechts wird schon wieder auf uns geschossen. Und in der Schatzkiste ein bisschen unnützes Zeug. Genau, das soll es, denke ich mal, aber auch jetzt für diese Episode schon wieder gewesen sein. Und ja, ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei, wenn wir uns weiter durch die Altstadt vorkämpfen, was ja mittlerweile doch schon ein bisschen länger dauert, aber wir nähern uns zumindest langsam den Stellen, wo wir auch eventuell in den Palast rein können, obwohl ich ja glaube, dass wir einfach da nur rausbekommen werden, dass wir noch erstmal ganz woanders hin müssen. Ja, aber wenn man sich jetzt hier gerade bei mir die Map anschaut, also es scheint, nimmt wohl dann doch wohl langsam ein Ende. Es wird also nicht mehr unendlich groß und das werden wir dann, wie Bacon schon gesagt hat, in der nächsten Folge herausfinden. Bis dahin. Bis dann.